Sheriff. Ja, ein bisschen muss ich mal machen. Ja, das ist jetzt ja der gleiche Projekt wie davor. Kiorum kann ich wieder hören. Hallo. Aber da, aber ich höre mhm. Daniel nicht mehr. Das ist gelogen. Also als Dings gestorben ist, standen wir noch mit der Kyore, standen wir noch in der Welt. Sind Kyore losgezogen und ja, Kyore hat leider Elektrostation. Elektrostation liegt da? Und ich hab dann einen Report. Ich kam auch. Ja. Von da ich kam Amarillo. Derzeit. Ja, da liegt eine Decke. Ich bin hochgegangen, bin dann rechts und dann unten und dann halt wir. Und Amarillo, hast du gerade gesagt, er kann nicht decken, nachdem er dich gesasst hat? Perfekte Aussage, danke. Ja. Sache ist, ich bin aus dem Ding raus. Ich kann dir sagen, der Prominente ist tot. Er ist es. Er kann sagen, dass ich es nicht bin. Er ist es. Ich bin auf der Arcade raus. Dann gehe ich nach rechts. Es ging doch nicht darum, wo du nach der Arcade hingegangen bist. Scheiße, stimmt. Das scheiße, wusste, das ist der Prominente. Das habe ich schon mal gesehen, dass du da rausgegangen bist. Stimmt, er war am Anfang mit dabei. Das stimmt auch schon. Ja, ja. Ja. Aber könnte auch essbar sein. Ja, Daniel, wen sollen wir sonst hassen? Hast du einfach irgendwen anders. Zeig einfach. Okay. Naja, er könnte auch essbar sein, weißt du, dass er da angeklickt hat. Ja, und, stimmt, Amarillo. Was sagst Amarillo du dazu? Ist das nicht. Das wissen wir doch schon mal. Jetzt 5 Sekunden, wo ich mich bewegt hab. Die ja. Fängt irgendwann mal in irgendeinen Speer zu hacken, Amarillo. Also ich ja, bin der Meinung, es ist auch mein Hintergrund. Und so im Zweifel für den Angeklagten. Ich hab ja nicht ohne Grund ein Studium in Informatik gerade. Er hat alles sein Ziel. Keine von beiden ist von mir, ne? Ich muss Gustav hacken, da. Nein. Jay, bist du Dodo? Was bin ich? Ob du Dodo bist. Töte den Dodo, töte den Dodo. Du bist gerade zu mir her teleportiert. Wer ist der Dodo? Ich hab einfach nur gesagt, töte den Dodo. Ich weiß auch nicht, wer der Dodo ist. Jetzt wüsste ich sowas. Daniel! Was ist los? Warum jagst du mich? Du bist auf einmal aufgetaucht. Du, das bist du bei mir auch. Mhm, mhm. Schade. Amarillo. Wieso hast du mich getötet eigentlich? Weil du so komisch stehen geblieben bist und ich hab Amarillo und der Daniel direkt nebeneinander gefunden auf. Also bei dieser Tür vom Radiosender direkt neben der Straße. Dann war es wahrscheinlich der Sheriff-Kill. Ja, Sheriff-Kill. Aber Amarillo ist der Einzige, der gesagt hat, dass es der VIP ist. Amarillo war die erste Person. Warum? Naja, es war vor. Es war so toll, Amarillo abschießen. Daniel, wenn du Sheriff warst und gestorben bist, du hast dich für die Sache eingesetzt. Ich bin stolz auf dich. Du warst unserer Meinung treu geblieben. Aber Amarillo hat sich selbst in den Kopf gesehen haben. Hey, warum, wenn sie da jetzt schon... Die liegen da noch nicht lang. Da war ich nämlich gerade eben noch. Call is call. Ich bin aus der Schule raus, hatte da meine Aufgabe, wollte zu dieser Statue da, die ich mit Eiern bewerfen wollte. Und dann lagen die da halt da. Ich habe am Anfang auch nur die Leiche von Daniel gesehen. Amarillos habe ich erst, als ich zu der Tür zugegangen bin. Okay. Hey! Haben wir hier eine Schaukel? Ich dachte eine Rutsche. Ja, ganz rechts. Ja. Wann bist du gestorben? Gerade eben. Ganz rechts ist doch eine... Ich hab dich eben noch... Das ist eine Rutsche! Keine Schaukel,
Das ist eine Rutsche, ja, muss man auch sagen. Ich hatte Killing. Meine Damen und Herren, die Rutsche! Ich hab mit dir unten geredet, hallo, Ali. Die Schaukel. Hier unten habe ich mit dir geredet, Schatz. Du hast dich geantwortet, ich hier mit Killing unterhalten. Gut, dass keiner ruhig ist und alle die ganze Zeit durcheinander reden und keiner den... Bam, 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 bam. You are my sunshine, my only sunshine, you make... Ich sehe, wer du bist. Ich sehe in deine Seele hinein. Killing, das ist fein. Mhm. Wir wollen das hier, das da und jenes. Meine Frau vor Jahren schon floh an einem fremden Ort mit einem Mann mit vollem Haar. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Frag das mal. Ach, komm schon, Keks. What the fuck ist los? Hä? Alle tot, Bro. Ich hab nichts mehr. Massaker. Was ist denn jetzt los? Das ist ziemlich viel. Ja. Was hast du so genau? Mein Keks davor noch am Leben, als ich... Ich will nur sagen, ich kann zwei Leute rausnehmen und wir sind nur sechs Leute. Ich kann Fiore und 77 rausnehmen für alle Kills. Für alle Kills? Ach, wir haben Formwander. Oh, fuck. Für alle. Wir waren rutschen. So genau. Wir waren nämlich rutschen. Und jetzt ist Massaker, das heißt, wir waren es nicht. Oh Gott, Alter. Das ist auf jeden Fall sehr... Warte, du? Vorher war Keksi noch am Leben, auf einmal liegt er da tot. 17. Und ich sehe Keksi weglaufen. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir zwei Imposter haben. Dann müssen wir jetzt nur noch ein Doppelkill haben. Und dann haben die gewonnen. Das heißt, wir müssten einen rausbauen. Ich glaube, wir haben zwei Enten, einen Falken und einen Sheriff Misfire. Weil das erklärt sonst die ganze Zeit. Ja, das ist viel zu viel für... Also, da ich zwei Leute saven kann, ich würde jetzt nicht random getten oder so, aber da hat irgendwer Verdacht auf. Das sind echt unglaublich viele Leichen. Ich habe Xan vor kurzem gesehen. Das war oben. Ich lasse euch schon nicht. Jo, ich gehe einfach auf Mango. Nein, ich war klar. Ich habe halt keine Infos, außer Xan war vor kurzem noch am Leben. Wir müssen halt nicht. Also, wir müssen jemanden voten. So schnell wie es geht. Jetzt. Irgendeine Entscheidung. Irgendwer. Bitte. Keine Ahnung. Ja, komm, random rein da. Oh Gott. Noch eine Leiche. Hey, ich sag mal, Leute. Okay, ich dachte gerade. Du bist so verteilt. Das ist doof gelaufen. Ups. Wir müssen reden. Heike war doch auch schon weg. Yo, ich muss mit euch was besprechen. Ich hätte eine Frage an Mango, deswegen musste Mango nur leider reden. Tatsächlich. Also es könnte ja rein theoretisch sein, dass wir einen Prominenten in der Runde haben oder hatten Mango, ne? Korrekt. Es kann ja zufällig sein, ne? Mhm. Könntest du uns denn eine Auskunft geben, ob der schon tot ist oder nicht? Nein. Killing, könntest du nur uns eine Auskunft geben, ob der Prominente tot ist oder nicht? Also hast du aufgepasst oder so? Ich hab nicht wirklich aufgepasst, nein, es war viel zu viel los. So. Entweder hab ich's verpasst oder also, er ist noch am Leben oder wir haben keinen. Ist deine Aussage dazu. Ich möchte das von dir auch. Meine Aussage dazu? Ja, also. Ich will jetzt nichts sagen, aber der Prominente ist nicht tot. Weil... Da haben wir Attentäter drin.
Ja, okay. Ja, du hast dich eh gerade schon verraten. Ja, klar, dass du der Problem bist, ja. Ja, ja. Nein, bin ich nicht. Jungs, ich bin Stalker, wisst ihr doch. Okay. Ja, okay, Mango hat direkt gesagt, dass er nicht tot. Ja, Mango hat gesagt, wenn er überhaupt drin ist, ist er nicht tot. Und Killing war sich nicht sicher. Ja, wir gehen auf Killing, scheiß drauf. Oh. Oh, oh Gott. Doch, Attentäter. Killing so, ich nehme dich noch mit. Yay, ich hab gewonnen. Oh nein. Ich hab gesucht. Oh mein Gott. Wie geht's so? Wir haben so gut vorgelegt, Mango. Ja. Seid bereit für die Zeit eures Lebens. Seid bereit für den größten der Kuh. Ach, guck mal, Keksi. Die goldene Ära schleicht näher und näher. Was springt für uns raus? Ich lasse euch schon nicht aus. Ihr dämlichen Viecher, der Lohn ist euch sicher. Ein Tag, an dem das Recht triumphiert. Und mich endlich von Knecht. Töte mich, töte mich. Nee, das mache ich nicht. Oh. Also, der ist vor mir geplatzt. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe ihn nicht gesehen. Der meinte mich. Achso. Ja, ich habe nicht hingeguckt. Also, ich habe mich quasi mit meiner Melodie, ne, dazu gebracht, zu sterben. Ne? Er hat sich lieber den Tod gewünscht, als mein Gesang zu hören. Also, ich habe, glaube ich, einen Verbrecher überführt. Ne? Ich halte Killing für sehr, sehr lieb, nett und freundlich und aufschlussreich. Wir sollten skippen. Oh Gott. Ja, okay. Ich glaube ihm jetzt mal, wir skippen. Und gleich stirbt einfach Daniel. Oh Gott. Pass auf, wer kommt gleich mit mir rutschen? Ich bin der Ente, ist der Tommy eigentlich tot? Weiß das jemand? Hm? Ist das hier ein Hahn? Oh, wir haben ja noch viel mehr Leute tot, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, es sind drei tot, tatsächlich. Oh Gott. Keksi ist einfach geplatzt. Jay? Ja, genau. Jay, haben wir immer noch unser spezielles Meeting? Ich wurde gelinkt. Hey, Mango, komm mal mit zur... Mango, komm mal zur Rutsche. Ich vertraue dir nicht. Nee, danke. Hey, komm. Kannst du den Buckel runterrutschen? Ja, okay, nicht. Ei, soll ich dich auch zu Tode singen? Du kannst den For You-Ding. Oh Gott, ey, Mango, bitte, Mango! Oh! Aber, Daniel, ich kann dir was bieten, dass du mich nicht... Ich will rutschen. Love me. Und zwar, wenn ich die Taste hab... Love me too. Wenn ich die Zeichentaste hab, dann male ich dich. Okay. All my dreams depend on you. Oh, love me tender, love me true. Oh, jetzt kann ich wieder für dich singen. Ich finde das so gerade mies. Ich bin ein Arcade und dann kommt die Drohne und killt mich einfach. Sheriff, achso, Killing ist tot. Ich hab der Daniel in dem Eingang zum... Jobe, was war das für ein Antäuscher-Move? Wolltest du nicht rutschen? Nochmal, Ali, wo? Okay. Beim Eingang zum Geheimlabor, wenn man von der Schule oben rausgeht. Ja, ich war rutschen. Genau. Das war... Ich hab Jay gesehen im Arcade. Das ist nicht so lange her. Das ist also weit weg von der Leiche, glaube ich. Also es sind gerade zwei zu mir gekommen, Kiore und ich weiß nicht, ob Teddy zu mir gekommen ist, gerade beim Rutschen. Am Ende noch bei dir. Hm? Jay. Okay, dann lief Jay von Arcade zu euch. Ja, ja, kann sein. Okay. Mango, warum willst du nur nicht mit mir rutschen? Ich vertraue dir nicht. Ja, okay, dann halt. Trust. Hashtag. Nee. Dann will ich dich nicht mehr sehen, dann geh. Du bist halt nicht mehr so wichtig wie letzte Runde, weißt du? Nee, dann geh. Nee. Nee, jetzt bin ich verärgert. Wenn ich mit mir rutschen will. Okay.
Ich habe Ali nicht gewotet. Ich hab geskippt. Ich gehe wieder rutschen übrigens. Nur so. Ich hatte dezent Angst. Ich kenne die Map ja nicht so gut. Ich bin bei der Rutsche, plötzlich steht ein schwarzes, komisches, nicht Kiore, ein schwarzes, komisches Etwas mit Emeraldos vor mir und ich so, what the fuck? Ich bin auf die Rutsche gegangen so schnell, das konntet ihr gar nicht sehen. Ali, bist du sicher? Ja. Ali war der Kanadier, Kiore. Nein, Ali war nicht der. Oh doch. Mango, nein, das ist Kiore. Ich auch. For the Boys? Also, ich hatte ganz so Angst an der Rutsche, weil da war der Killer und... For the Boys ist Dodo. For the Boys, falls du nicht Dodo bist, vote Mango. Ja, okay. Wirklich, nein, ich mag Mango. Weil behaupte, dass du das Kanadier ist. Nein, Mango ist süß. Ja, wer lügt und ist Killer. Ich bin Stalker, ich hab Ali verfolgt, Ali war weg. Ich weiß, dass Mango ungefähr vor auch in der Richtung war. Ich vertrau Mango. Ich glaub, Mango ist ein Guter, ein Süßer. Nein, er ist ein Lügner. Oh ja. Aber warte mal, dann ist For the Boys der Falke. Weiß nicht. Das hat kein Meeting mehr. Was denkst du bitte? Ich bin, yo, Mango, chill mal. Es kann immer noch der Pelikan gewinnen, ne? So, das frage ich mich jetzt. Er wird zuerst gefunden. Der Pelikan, der hat schon Hunger. Natürlich, der wieder Scheiß. Er will halt seine Schiefhund haben, ne? Die Sache ist, vor allem, die gucken erstmal nicht dahin. Wir müssen einfach gemeinsam dahin laufen. Wir müssen nicht treppen, weil sonst haben die schon fast verkackt. Teddy muss ja aufopfern, damit das Ding gewinnen kann. Xan, darf ich was sagen? Wir sind ja jetzt momentan außerhalb jeglichen Interaktion mit dem Spiel, ne? Ich habe eine coole Idee, glaube ich. Du kannst dir dann auf dem Kanal ein paar... Also da kommt bald Worms hoch nochmal kurz, so sonntags. Aber für Montag habe ich eine Idee endlich. Ich habe endlich für Montag eine Idee. Eine Idee! Du bist so durchsichtig. Ich verstecke mich hinter dir. Teddy hat nein, gewonnen. Fuck, ich habe ihn zu spät gefunden. Scheiße, es war hier. Aha, la 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 la. Es war Mord, ich hab's aufgedeckt. Hast du was besonders gesehen? Ich hab's reden, oder? Mhm. Ja. Mango, es war voll dumm. Ich hätte gewusst, dass er sogar Pelikan ist. Oh nein. Oder Falk, was auch immer, weil ich hatte Killing noch auf meiner... Mango? Hast du das Wir müssen reden gehört, gesehen? Das was? Hast du das Zeichen für Wir müssen reden gesehen? Ja, am Anfang, erster Kill, mal auf ich. Damit, das ja. Macht's einfacher. Ich mit der Maus. Easy. Also gerade hat einer Jay im Geheimlabor gekillt, weil der hat gerade noch gelebt, wo ich mit Amarillo rumgelaufen bin. Wo die anderen könnte... sind, keine Ahnung. Was hast du noch gesehen? Ali und Zahn Teddy und Ali rausnehmen. Weil da stimmt Jay. Ali auch bei uns. Hast du was besonders bemerkt? Ich habe ein komisches Spiel nicht geschafft und Teddy hat mir mein Leben erleichtert. Wer steht gerade in der Nähe von der Kate, weil ich bin gerade in der Kate drin, ich habe irgendwie ein Reden gehört, ich weiß aber nicht, wer das war. Ich habe nur irgendwie ein Reden gehört. Ich gehe da. Gibt es eigentlich einen Fresser, also einer, der fressen kann momentan?
Ziemlich sicher, ja. Ja. Weil wir haben keine Leichen gefunden, ne? Na, zwei müssen. Na, zwei müssen. Es sind vier tot, ne? Kiora ist der Problem. Ja, weil ich Pelikan halt. Ja, und zwei Leichen müssen. Ich war doch vorhin auch dabei, als ihr das. Also, Mango und Teddy leben noch. Also, von den beiden könnte es sehr gut einer sein. Hey, komm. Ey, ihr seid heute so. Also, ihr seid. Ja, da. Ja. Wir waren halt. Daniel töten. Wir waren die letzten 10, 15 Sekunden in der Arcade zusammen. Ja, aber ja, das heißt ja nicht, dass. Es gibt ja auch so sie Cooldown, ne? Die haben wirklich nichts gemacht. Gehörst du dazu? War es ein Geständnis? Okay, ja, nicht so. Das ist kein Geständnis. Eindeutig. Die haben wirklich nichts gemacht. Die haben wirklich nichts gemacht. Die haben gar nichts gemacht. Ja, ich glaub, nein, aber die hat mir wirklich erklärt, wie ich das machen könnte. Das Alibi, wo? Kein Alibi für Ali. Ja, jede Runde schon, deswegen war ich immer die, die am meisten Tasks gemacht hat. Oh, Mango. Der Quotenboy. ich hab grad geschrieben, ich muss gerade eine Nachricht an Paula schreiben, es tut mir leid. Also ich glaube, Mango ja, mag mich nicht. Nur was wer töten kann, mein Verdacht geht auf Mango, tötet Mango. Game over. Oh. Ah! Nach so drei Jahren. Daniel, ist das Kopfgeld? Was ist das Kopfgeld? Daniel, wir können dich wegzaubern. Ein Dankeschön von mir. Eine Erwähnung in den Credits. Haut den weg, ich will es sehen. Ich will es sehen. Haut Mango weg. Daniel, das war gut, mein Kommentar, oder? Haut ihn weg, ich will dein letztes Video. Habe ich auch kurz so kommentiert. Ich habe zwei Beziehungen kaputt gemacht. Hast du auch ein Herz bekommen, ne? Aber gut, ich habe einfach bei Daniel geschrieben, letztens, wo er Liebhaber war. Wo ist ein Mango? Zwei Beziehungen kaputt gemacht. Ich ihn jetzt verschwinden, lass nicht. Oh. Mach, lass Mango verschwinden. Er hat sich verpisst. Oh. da war ein Sheriff Kill. Also. Warte. Ja, nur ein Sheriff Kill. Das war. Jede Runde auf einmal platzen beide. Nein. Oh, dann kann Mango die Runde wirklich. Was für beide? Was? Ja, Mango und Zandling da, aber wie nah müssen die beieinander liegen eigentlich? Weil die lagen jetzt nicht besonders nah beieinander. So nah wie halt so ein Killbutton. Ja, das sah jetzt weiter auseinander aus. Umfallen sehen. Ja, es kann auch sein, weil ich war ja nicht sofort unten, dass der eine den anderen getötet hat und dann hast du dir gedacht, haha! Jetzt sehe ich, das ist ein Schirmkill. Das traue ich dir zu. In der Kanalisation. Vielen Dank, dass du mir so viel zutraust, aber das schaffe ich. Mango war vorher unten, Zahn ist runtergegangen, hat dann wahrscheinlich Mango getötet, Amarillo hat ihn danach getötet, hier runtergegangen. Oder ist es so, wie Amarillo gesagt hat. Der eine wurde geespert und der andere wurde halt dann gekillt, weil es Lava waren. Es kann auch sein, dass einer einen Esper-Kill gekriegt hat, ja, und dann hat der andere ihn getötet. Das geht aber nicht, ne? Dann wärst du immer noch der Böse in der Beziehung. Wieso? Warum sollte denn Zahn versuchen, den Lava zu töten, seinen Lava-Kollegen? Nein, der eine wurde geespert und dadurch ist der andere gestorben. Das ist mein Punkt. Aber wo wart ihr anderen denn alle? Hm? Was los? Weil Killing ist ja auch tot. Powder grüßen. Grüße zurück. Weil Killing ist ja auch gestorben, also wo wart ihr denn alle? Also bei uns in der Nähe war Kixi. Der Killing war schon vorher tot. Ich war Aufgaben machen, ich muss meinen Titel verteidigen. Ja, gerade eben waren vier tot. Wir haben übrigens definitiv Pelikan, ich bin Medium. Vor dem, beim Report hatte ich nochmal geguckt, da waren einfach nur zwei tot. Dort wurden zwei gefressen. Teddy war ganz hass. Amarillo und Sun sind rumgelaufen und meinten, sie könnten Daniel verschwinden lassen. Das nehme ich an, ja, dass einer Leichen fressen kann und der andere töten kann. Und ich wollte es ganz halt sehen und sie haben sich durchgezogen, die Blöden. Ja, ich kann nicht, ich bin Medium. Das würde jeder Killer sagen. Wilka weiß wenigstens, dass ich jetzt keine Gefahr bin. Du bist immer eine Gefahr. Hilfe, da ist Xan, aber er ist tot. Ja, klingel mal bitte! Ich irgendwo. Ich hab mich auch in der Kanalisation getötet. Da war ein Xan. Ali, wer war hinter dir? Ich hab's nicht gesehen, da war Xan, aber er war tot und ich war verwirrt und hab die Glocke nicht gesehen. Du standest an der Glocke dran.
Ich hab nicht gewusst, dass sie da hängt. Ich kenne die Map nicht. Dixie oder Kyore? Aber ich sehe nur so. Also ich bin. Ich wie nennt man das? Also wenn können wir auf Kyore gehen, weil Kyore sich nicht wehren kann und du dumm dafür bist? Warum bin ich es? Ich bin nur so, kann doch war von Anfang an gesagt und dann ich so, hä, bist du nicht tot? Und die Person hat dann einfach nicht geredet. Ja, ich bin nur abgehackt. Bin ich Daniel über den Weg gelaufen? Ich glaube, dass ich bin mir halt nicht sicher, weil ich meine, da ich noch das, den anderen Ukrainer-Hoodie da gesehen habe. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich das war. Den Hoodie hast du gesehen, was? Dein Pulli, dein Ukraine-Pulli. Ukraine-Hoodie. What the fuck? Aha. Ah ja, das ist mir auf jeden auch Fall so. Direkt rechts weggerannt. Ja, ich bin ja auch rechts. Ein toter Mensch hinter mir hergerannt ist. Die Sache, ich könnte Ali zutrauen, dass sie einfach nur dumm ist in dem Moment. Ich könnte aber auch eventuell zu ihr zutrauen, dass sie könntest du sie bitte nicht deckt. Dumm nennen? Danke. Ich kenne die Map halt wirklich nicht. Ich wusste nicht, dass da eine Glocke haben, hängt. Wie Daniel hat nur gesagt, da, ich soll läuten. Kicks oder Kyore? Kicks oder Kyore? Schnell. Kicks oder Kyore? Amarillo. Kixi. Hallo, Ali? Okay, Amarillos. Du bist sass. Wir haben halt sowieso Pelikan. Warum bin ich sass? Wirklich? Hab ich Angst vor dir. Das war schon witzig. Nach dem Kill direkt die ersten gefragt, ob die das gesehen haben. Ich hab auch Zahn gefragt, ob er... Das ist irgendwie mein Ding, ja. Recht durch Jahre auf Kill. Nice. Woohoo.